Hey Leute, wir haben uns Godzilla The Movie reingezogen und unsere Meinung, die fiel recht positiv aus. Meinst du? Meine ich. Also man macht ja nicht nur ein Video und sagt, man geht sich einen Film angucken und sagt, dann lässt man nur Gutes so daran. Also ich finde, man sollte auch ein bisschen... Ja, ich habe mir auch Kritik, lasse ich auch über. Ich habe da ein paar Sachen, die mir auch nicht gefallen. Echt? Ja, du bist gar kein Godzilla-Fan, oder? Der Film war spitze. Halt. Der Film war spitze. Du hast Kritik an den Film? Ich habe auch Kritik an den Film. Nein, ich nicht. Der Film war super. Ja. Du hattest alles, was du gebraucht hast. Ja, ja, du hast gesagt, du magst den originalen Godzilla aus den 90ern oder 80ern. 90ern. Ja. Wo das noch richtig schön so dieses kleine... Ja, ja, das war noch alles im Anzug. Der war nur ein bisschen mehr Dinosaurier-ähnlicher dann ja geworden. Ja. Und die Hitzestrahlen waren auch ziemlich super. Ja. Das waren alles Fortsetzungen, ja. Der war fast 1:1. Aber ich muss dabei auch ein paar Sachen sagen. Mir wäre es lieber, wenn die lieber die Geschichte ein bisschen umgeändert hätten. Vielleicht lieber ein altes Godzilla-Monster noch hinzufügen würden. Beispielsweise King Ghidorah oder Mothra. Classic. In Anbetracht dieses Filmes würde ich ganz klar dazu tendieren, ja, dass ich erst noch total geschockt war, als sie auf einmal dieses neue Wesen auf die Bühne kam. Ja, ich auch. Das hat echt diesen Happy auch, den es gebraucht hat. Das hat so. Ja. Und auf einmal gab es davon zwei. Und da wurde daraus noch so eine krasse Monster-Liebesgeschichte. Die hatten ihren Auftritt, das war ganz gut. Mhm. King Ghidorah oder... Meinst du, das hätte noch gefehlt? Es wäre einfach nur ein richtig schöner Gimmick geworden. Es wäre einfach nur... Du meinst so? So? Nostalgie, pur, perfekt. Was hast du gegen Mutas? Ah, ja. Ich fand die ziemlich cool, los ist er nicht. Diese Kakerlaken ähnlichen ja, Wesen, die sich von Radioaktivität ernähren, ja, und so, das ist echt schon cool. Ja, ja, und das war schon das cool. Am Anfang dieses riesen Skelett einfach, dieses riesen Wesen davon, von diesen Parasiten dahin gerafft wurde, ja, die haben sich davon ja ernährt, so, und ja, die Radioaktivität absorbiert, bis es irgendwann schlüpfen konnte. Und das war auch echt gut mit den Zusammenhängen von 1954, weißt du? Ja, ja. Diese ganzen Atomtests im Bikini-Atoll und die Russen wissen was die Amerikaner nicht wissen, die Amerikaner wissen was die Russen nicht wissen, aber scheiß drauf, so, die wissen beide davon, weißt du? Was aber die Europäer kein nichts interessieren. Die Europäer interessieren sich scheiß dafür. Ja gut. Das ist komisch. Ja, ja. Dafür gibt es ja Gebirge und Ozeane, die trennen mal die Kontinente, das ist doch deren Problem. Ja, das ist ich bin in Deutschland und hätte da auch nichts zu suchen gehabt in den Ländern. Nö, irgendwie nicht mehr. Das wäre dann ganz seltsam. Ich stell dir mal vor, da würden so kleine Franzosenmännchen rumlaufen oder Italiener oder so mit Käse oder dass sie das um sich schmeißen oder so. Ja, nee, das wäre. Nein, das wäre lustig, aber auch gleichzeitig Schwachsinn. Schwachsinn. Ja. Ja, schon gut, ja, okay, jetzt wäre Schwachsinn. Ja, das ist eine Sache zwischen den Amerikanern und den Japanern. Zwischendurch werden nochmal irgendwann die Russen erwähnt, aber was anderes hat da drin auch nichts zu suchen. Ja, das ist ein Trio, das ist gut. Ja, schon, ja, schon. Ich meine, okay, hey, die haben einfach die coolsten Panzer und die coolsten, weißt du, mhm, da haben so deutsche Panzer, das passt gut. Ja, okay, gut. Aber was man auch erwähnen sollte, ist hier vom Trailer. Als die Trailer kam, man sah nicht viel. Man sah fast gar nichts. Man sah mehr den Menschen im Mittelpunkt. Ja. Das hatte ich nämlich auch am Anfang das Problem. Die ganzen Monsterkämpfe, weißt du? Man hat dann, das ging gerade erst richtig los. Ja. Ja. Er trifft dieses männliche Muta, ja, und die kämpfen. Und dann wird wieder umgeschaltet, dass das, wie er da im Fernsehen diese Reportage sieht, wie die sich da halt quer durch die Gebäude prügeln. Ja. Und da dachte man am Anfang auch, okay, wurde da jetzt viel zu viel von weggenommen oder wird darauf noch ein Augenmerk gelegt? Dann kommt natürlich, was ist mit dem Endkampf, ob der noch stattfindet oder ja, ich fand das eigentlich recht, recht gut gemacht. Die haben schon allein von Trailer, haben sie von Godzilla wenig gezeigt, dass die Leute es spannend finden. Wie sieht der jetzt aus? Durchaus, ja. Und dann die Kämpfe, die haben sie auch mehr nicht so im Mittelpunkt gesetzt, wie die anderen Godzilla-Filme.
Da war es wirklich nur um diese Kämpfe ging. Ja, es ging wirklich nur um die Kämpfe. Und dazwischendurch haben die Japaner mal ihre kleine Armee aufgefahren und die wurde dann auch platt gemacht. Aber ja, oder ihre super Roboter. Oder ihre aus der Zukunft. Phaserwaffen und so, die 4-Schockstrahler. Ja. Das ging wirklich mehr um diese Familie. Ja? Mhm. Seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und sein Kind. Ja. Oder? Dass die da immer so mittendrin waren und dass die. Dass das ja, es wurde mehr der Mensch mit einbezogen. Aber dann wird man dann zum Schluss noch positiv. Ja, zum Schluss wird man natürlich positiv überrascht und für seine ganze Geduld auch belohnt. Ja? Wenn er nach den ersten Stunden nicht das Kino verlassen hat, weil er denkt, okay, ist jetzt wieder so eine Mensch versus Natur und Hilfe, rette doch mein Kind und so. Das ist es ganz und gar nicht. Mm-mm. Es hat was, wenn man sich dann ganz zum Schluss sich den reinzieht und dann einen bestimmten Titel, wo sich vielleicht ein paar Godzilla-Teile kennt. Schaut euch einfach den Film an und ihr werdet einfach positiv überrascht. Positiv überrascht. Die Amerikaner haben diesmal keine Scheiße gebaut. Negativ überrascht ist man allerdings, wenn du mich aussprechen lassen würdest. Ja, wer geht schon ins Kino heutzutage und bezahlt dafür 9 Euro? sieht er so aus, ja, als könnte er Geld backen oder so. Das ist schon krass. Ich kann Geld backen. Macht was dagegen. Ja. Kino für 50 Cent. Alter, der neue Need for Speed hat 12 Euro Eintritt. Was willst du? Ja, und hast du den schon gesehen? Nein, weil ich nicht gesehen. Gesehen? Nein, ja. Aber siehst du, es ist 12 Euro Eintritt, ich weiß aus guter Quelle. Also. Okay. Also diese 9 Euro, die lohnen sich. Ja, für alle Godzilla-Fans, meiner Meinung nach, lohnt es sich. Was ist das Gefühl? Alles klar, wenn ihr mehr von so einem Shit sehen wollt, Daumen rauf, abonnieren, favorisieren, man kennt das Prozedere. Und wenn nicht, dann gebt einen Daumen runter. Tschüss.